Hallo, hier ist wieder Alex und Gers. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Hörgeräte trocknen können. Wussten Sie, dass Feuchtigkeit der Hauptgrund dafür ist, dass Hörgeräte aussetzen? Warum ist das so? Sie tragen Ihre Hörgeräte den ganzen Tag hinter dem Ohr bzw. im Ohr. Durch das Tragen entsteht Wärme. Wärme im Gehörgang, Wärme, die sich am Kopf sammelt, durch Schweiß sich in die Haare absetzt. Diese entstehende Feuchtigkeit kann über kleine Öffnungen in die Hörgeräte gelangen und somit zu einem technischen Aussetzer führen. Damit dies nicht geschieht, sollten Sie Ihre Hörgeräte, idealerweise am Abend, immer trocknen. Dafür bieten sich zwei Varianten an. Zum einen haben wir unsere elektronische Trockenbox. Hierzu nehmen Sie Ihr Hörgerät, schalten es aus, indem Sie die Batterieklappe öffnen, komplett, entnehmen die Batterie und legen das Hörgerät mit offener Batterieklappe einmal in die Trockenbox. Die Trockenbox bietet natürlich auch Platz für Ihr zweites Hörsystem. Nachdem Sie die Hörgeräte in die Trockenbox gelegt haben, aktivieren Sie diese über den Anschaltknopf. Kleine Lichter an der Box zeigen, dass diese aktiv ist. Schließen Sie nun die Box und durch handwarme Luft werden nun Ihre Hörgeräte getrocknet. Die Box läuft nun 5 Stunden lang, wird sich danach automatisch abschalten. Zusätzlich werden Bakterien, die sich auf dem Hörgerät abgesetzt haben, durch UV-Lichter in der Box abgetötet. Variante Nummer 2 ist die Trocknung mit der sogenannten Trockentablette. Diese habe ich hier schon einmal hingelegt. Dazu brauchen Sie zusätzlich noch den sogenannten Trockenbecher. Diesen öffnen Sie, entnehmen das darin liegende Sieb. In dieses Sieb legen Sie jetzt Ihre Hörgeräte, auch wieder ausgeschaltet mit offener Batterieklappe und ohne Batterie. Das Sieb bietet auch Platz für ein zweites Hörgerät. Sie nehmen die Trockentablette, legen diese auf den Boden des Bechers, setzen das Sieb ein und schließen den Becher. Lassen Sie nun die Hörgeräte über Nacht in dem Trockenbecher. Salzkristalle in der Tablette sorgen dafür, dass Feuchtigkeit aus den Hörgeräten herausgezogen wird. Egal für welche Variante Sie sich entscheiden, jegliche Trocknung ist besser als keine Trocknung. Sie finden beide Produkte auch in unserem Online-Shop. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.